Vielen Dank, Frau Kollegin. Für die Fraktion der Piraten spricht der Kollege Schatz. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Zuschauer hier im Saal und zu Hause, ich bin ein bisschen entsetzt, insbesondere von der CDU und von der FDP. Also selbst Herr Minister Jäger, die Rede hat mir heute sehr gut gefallen, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind und auch häufig aneinanderstoßen. Selbst das war schon in Ordnung. Sie reden hier viel über Muslime, viel über Islam, Sie reden hier viel über Salafisten. Aber ganz ehrlich, ich habe eher den Eindruck, gerade in diesem Bereich, Sie reden wie Blinde von der Farbe. Sie haben überhaupt keine Ahnung, wovon Sie reden. Wie viele Muslime kennen Sie eigentlich persönlich? Und Herr Stamm, mal eine Moschee anschauen, die reicht da nicht. Sie müssen solche Erlebnisse, die Muslime hier in Deutschland haben, einfach mal persönlich erleben. Ich sage mal so, die Leute sind gefährlich, das stimmt. Die sind auch radikal, die müssen bestraft werden, keine Frage. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist doch, warum sind die so geworden? Warum? Das ist die Frage. Und wie können wir verhindern, dass sie so werden? Viele von Ihnen wissen es vielleicht, viele auch nicht. Ich gehe damit auch nicht unbedingt hausieren, aber ich bin einer dieser berühmten Konvertiten, über die wir hier die ganze Zeit reden. Ich bin nicht salafistisch, ich bin auch nicht radikal, ich bin da sehr gemäßigt. Ich bin auch eigentlich christlich erzogen worden. Meine Frau, gebürtige Marokkanerin, meine ganze Schwiegerfamilie dementsprechend natürlich auch aus diesem Land. Meine Schwiegermutter trägt Kopftuch. Gehen Sie mal mit meiner Schwiegermutter und meinem Schwiegervater durch die Innenstadt einkaufen, wenn sie Kopftuch trägt. Die Blicke, die sie erhaschen, das ist echt ein Witz. Gehen Sie mal an den Bahnhof, wo sich mein Schwiegervater von dem Bodensatz dieser Gesellschaft, der 40 Jahre hier gearbeitet hat, hart gearbeitet und jetzt eine Rente ist, sich anpöbeln lassen muss, der soll gefälligst nach Hause gehen. Und dann wundern Sie sich, dass diese Menschen sich radikalisieren. Also das ist ja nun echt ein Witz. Mein Schwager, junger, intelligenter Mensch, Abitur, studiert jetzt, hat versucht, hier einen Ausbildungsplatz zu bekommen vor seinem Studium. Es ist verdammt schwer gefallen. Versuchen Sie doch mal als Frau mit Kopftuch einen Garten zu kriegen irgendwo. Können Sie vergessen. Das ist Ausgrenzung in Reinform. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Natürlich radikalisiert sich deswegen nicht jeder. Das ist keine Frage. Nicht jeder macht das. Aber die Tendenz geht natürlich in die Richtung. Und der Jäger hat es eben sehr gut dargestellt. Das ist derselbe Effekt wie auch bei den Rechten. Das sind junge, verwirrte Menschen und die können in die eine Richtung, die können in die andere Richtung gehen, je nachdem, wer gerade zuerst kommt. Das ist genau dieser Effekt. Nur in diesem Fall ist das Problem, dass es auch, nicht hauptsächlich, aber auch auf der verfehlten Integrationspolitik von CDU und FDP basiert. Ja, nicht nur, aber es geht um die Radikalisierung. Es ist Ihre Stimmungsmache, die seit Jahren dazu beiträgt, schon seit Jahrzehnten, auch heute wieder. Und wir müssen dazu beitragen, dass es in der Gesellschaft einfach besser wird. Vielen Dank. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich. Ich mache es auch ganz kurz. Es geht nur um eine Sache. Ich bin gerade darauf hingewiesen worden, dass ich in meiner Rede zum Tagesordnungspunkt 1 eine Aussage getätigt habe, die man durchaus falsch verstehen kann und die möchte ich gerne richtig stellen. Ich habe gesagt, man dürfe sich nicht wundern, wenn sich diese Menschen radikalisieren. Mir wurde gesagt, das kann man durchaus falsch verstehen. Mir liegt es fern, Salafisten in Schutz zu nehmen oder gar ihr Handeln zu rechtfertigen. Gewaltbereite Salafisten sind natürlich eine fundamentale Gruppe, der mit allen verfügbaren rechtsstaatlichen Mitteln entgegengetreten werden muss. Mit dieser Aussage wollte ich lediglich auf eine Tatsache hinweisen und keinesfalls andeuten, dass ich dafür auch nur ansatzweise Verständnis hätte. Uns muss aber klar sein, dass Ausgrenzung Radikalisierung fördert. Ich bedanke mich.